und wundert sich dann, warum er so früh in die Box muss. So, warum muss ich so früh in die Box? Das ist total scheiße. Man versucht doch einfach nicht mit angefahrenen Reifen deine Runde zu fahren. So. Warum ist auf der Strecke null Grip? Damit wissen wir aber auch wirklich, warum sie so stark ist. Ich habe es jetzt nicht gesehen, dass da irgendwas auf... oder vorher irgendwas angegangen ist, dass sie die Prozente hat. Aber okay, sie verliert doch 10%. Prozente. Okay, 9,9 ist jetzt... Wow, ist noch nicht rot viel schlechter, aber... Das könnte genau der ausschlaggebende Punkt sein, um seine 7 Punkte da abzufeiern. Jetzt wird sie noch aufgehalten. Von irgendeinem Windsor. Sicher Dickmann, oder? Ja, Digge ist Dickmann. Nee, Pereira ist es. Weil 3/10 ist ordentlich zu viel. Doch, es war doch Dickmann. Immer dieser Dickmann, der geht uns richtig auf die Nerven. Die geht uns richtig auf die Nerven. Oh. Hörter in einer guten Runde. Okay, der Graf kann natürlich jetzt so gut Reifen schonen. Probieren wir noch ein paar. Ne, wir machen noch einen Versuch. Das sollte eigentlich reichen. Okay, Vierter und Siebter. Okay, von Dickmann, Pereira und Makarova, da kommt nichts. Wir werden auf jeden Fall Platz 7 holen. Aber mit dem einen Versuch könnten wir uns vielleicht noch ein bisschen... Chang auf Pole. Was ist denn da passiert? Was ist wirklich da passiert? Das wundert mich gerade wirklich ein bisschen. Aber okay. So. Unsere Fahrer fahren jetzt auch raus. Reifen wechseln. Natürlich wieder genau hinter den Gegnern. Das ist... Da sind wir richtig gut. Da bin ich ein richtiger Spezialist für. Die Leute hinter den anderen Leuten herzuschicken. Aber wir bleiben auf Lara, weil ich gehe von aus, dass sie es vielleicht schaffen könnte, auf Pole zu fahren. Weil Cheng kann auf jeden Fall nicht nochmal nachlegen. Und ich gehe von aus, dass der nicht die Pole-Position holen wird. Bisher gibt es aber keine große Zeitenverbesserung. Okay, Mourinho ist deutlich von den anderen. Hörte auch nicht. Dickmann, Pereira, der Graf in absoluter Bestzeit. Lara nur mit persönlicher Bestzeit, aber immer noch vor dem Ding. Der Graf sieht sehr gut aus. Der Graf ist der Erster. Sie nur auf Platz 4. Hat am Ende sehr viel verloren, aber okay, wir müssen wieder strammen. Mann, der Graf, wieso? Es war eine deutliche Pole Position mit 3/10. Aber es ist wieder so halt, wo man sagen kann, wieso? Haben wir dem so viel Prämie gegeben für ein Qualifying? Aber okay. Hat er zwar immerhin mal Pole Position. Also, so langsam sollten wir vielleicht auch bessere Sponsoren wieder bekommen, die uns ein bisschen auffangen. Sonst haben wir wirklich bald kein Geld mehr. Oder wir bauen einfach ein Jahr relativ wenig, wodurch wir dann Geld haben und danach das Jahr, ja, das nötige wenige kleine Geld haben zum Bauen. So, die sehr weichen Reifen bauen sich weniger ab. Dadurch könnten wir einen Job weniger machen und die mittleren Reifen. Also, wir können die Reifen ja wieso nicht wechseln. Okay, die Reifen werden am Anfang ein bisschen angefahren, also auf etwas aggressiver. Oh, Cheng mit einer saumäßig starken Form. Und kriegen wir mal einen guten Start hin? Nein, natürlich kriegen wir keinen. Cheng geht in Führung. Und Lara kämpft um Platz 3. Und das sieht sehr gut aus. Jawohl, an Hörter vorbei. So, die Reifen können wir auch wieder runterstellen. Das sollte jetzt wieder passen. Okay, Vorteil natürlich von De Graaf ist, dass er die super soften Reifen weniger beansprucht. Wir kommen aber nicht ran an den, ne? Der macht gerade ein super Rennen bisher, auch wenn es gerade mal die ersten zwei Runden sind. Und wir würden trotzdem mal Punkte abziehen. Also von mir aus kann Cheng auch das Rennen gewinnen. Das ist mir eigentlich mittlerweile so ein bisschen... Ja, egal. Sagen wir es mal so, wir sind mal freundlich auszusprechen. Cheng kommt schon in die Box. Also können wir uns von denen schon mal verabschieden.
Und tschüss. So. Damit führen wir wieder das Rennen an mit Platz 1 und Platz 2. Ich weiß auch nicht, wie viele Runden wir fahren können. Also, der Graf hat gerade mal 50% Reifenabrieb gehabt. Wenn wir den rechtzeitig oder früh, spät genug auf Mediums rausschicken, wer weiß, was da möglich ist. Auf jeden Fall, nächste Runde wird dann sie reinkommen, zieht sich die Mediums auf und am Ende vielleicht nochmal auf Supersoft zu gehen. So, okay, diesmal kann man nicht sagen, okay, wir machen dann einfach einen kurzen Boxenstopp. Wir wechseln nur die Reifen. Und er macht vielleicht Supersoft, Supersoft. Das ist also nur auf Supersoft rumdüst. Das könnte auch sehr interessant dann werden. Er kommt aber auch gut weg gerade von den Gegnern. So, das Team sollte sehr gut sein. Keine Fehler. Das ist auch der Fall. Wir sind auf Platz 13 und genau hinter den Leuten, die noch keinen Boxenstopp haben. Wie viele Runden kann der Graf noch fahren? Ich würde sagen, zwei sind noch möglich, um die Reifen halt ein bisschen in die 25er-Werte reinzuballern. Und Lara an Cheng vorbei. Cheng ist im Verkehr stecken geblieben. Okay, eine Runde geht noch, die Graf. Waren wir genau jetzt 25%, aber das geht. Eine Runde geht noch. Okay, kommst dann in die Box, ziehst dir wieder die Supersoft auf und am Ende müssen wir halt gucken, welche Reifen wir dann aufziehen. Weil regnen soll es ja auch nicht. 18,3 Sekunden. Er fährt sogar davon, der Graf. Unfall, Safety Car, das ist für ihn natürlich jetzt ideal. Reifenmäßig natürlich dann nicht. Die Mediums halten auch nicht die Distanz. Dann sagen wir mal, wir gehen auf Supersoft. Also wir bleiben auf Supersoft. Und sie fährt weiter noch auf Medium. Kann die Reifen schonen. Sprit können wir auch schonen. Natürlich ist das jetzt für die meisten relativ gut, weil die jetzt in die Box kommen können. Ja, zum Beispiel für Hume. Hume konnte sich jetzt dadurch ein bisschen nach vorne kämpfen. Jetzt zümpeln wir erstmal mit dem Safety Car rum und machen das ganze Ding ein bisschen schneller. Und das ist ungefähr fast die gleiche Geschwindigkeit, die wir sonst auch immer haben. Und wir brauchen trotzdem dadurch sehr, sehr wenig Reifen. Alle, die natürlich jetzt gewechselt haben, könnten natürlich jetzt Vorteile haben. So, wir drehen normal auf. Die Reifen sind fast schon zu kalt. Und wir brauchen wieder ein bisschen mehr Sprit hier. Und das Safety Car ist immer noch nicht weg. So, los geht's. Und Lara hat abgekürzt und nicht reagiert. Okay, wir kriegen keine Strafe dafür, dass sie abgekürzt hat. Das gefällt mir zumindest mal. Und der Graf sagt schon mal Tschüss zu den Gegnern. Der düst mal ja richtig davon. Okay, wir können es ja auch mit dem Motor. Das funktioniert zur Zeit noch. Wir haben 62%. Wir haben noch gerade mal ein bisschen mehr als das Drittel der Renndistanz hinter uns. Okay, wäre natürlich super gewesen, wenn... Warum gucken wir eigentlich da noch nach? Wir haben so viele Punkte Vorsprung. So, wir drehen meinen Motor wieder runter. Okay, der Graf muss auf jeden Fall so oder so noch mal reinkommen, das steht fest. Aber die Gegner müssen auch noch mal reinkommen. Was sie dann für Reifen aufziehen, ist was anderes. Die werden vielleicht dann auf Supersoft wechseln. Das macht der Graf vielleicht auf Soft. Also von daher, er hat jetzt einen guten Vorsprung von 7 Sekunden und düst weiter vorne weg. Wir machen immer noch mehr Punkte als die Gegner. Das ist unglaublich eigentlich, ey. Wir haben 54 Punkte, wir haben über 60, fast 70, wir haben 70 Punkte Vorsprung, 72 Punkte. 18 sind noch machbar. Wie kann man, über 100 kann man noch holen, wie ich ausgerechnet habe, wenn man natürlich immer Doppelsieg holt. Also rechnerisch können uns mehrere Teams noch kriegen, aber es wird halt für die immer knapper. Wenn er zum Beispiel Panther jetzt gar keine Punkte holen würde, Torrad mit Unfall,
Und Mahadi mit Unfall? Was ist da passiert? Okay. Ich weiß nicht, was da genau passiert ist. Auf jeden Fall sind zwei Fahrer rausgeflogen. Und wir fahren munter weiter hier. Wir gehen mal auf zu Lara, weil die ist ein bisschen mehr im Verkehr. Da drin. Da ist ein bisschen mehr Spannung vielleicht. Aber es ist irgendwie wie an der Perlenkette das Rennen hier. Das ist eine der unspektakulärsten Rennen der Saison. Oh, ich glaube, wir müssen den Grau auf jeden Fall auf andere Reifen setzen. Die Supersoft sind für den sehr, sehr knapp. Guck mal hier mit Reparaturstopp. Okay. Ah, wir schoben mal ein bisschen die Reifen von De Graaf. Vielleicht kleiner schafft das dann in die 20er Stelle rein. Also 20, 21 Runden so rum. Er hat 15 Sekunden Vorsprung. Und da jeder nochmal in die Box kommt, ist dann die Frage, welche Reifen wir aufziehen. Ich muss auch die Reifen schonen. Wird jetzt sehr, sehr interessant. Okay, er muss Ende dieser Runde reinkommen. Ne, er kann auch eine Runde fahren danach. In die 21er. Dann zieht er sich nochmal die Supersoft auf und dann kann er die ganze Zeit Reifen schon eigentlich fast. Und sie kann immer noch weiterfahren. Also, sie kann am Ende auf jeden Fall die Supersoft aufziehen. Fox, das ist saumäßig eng, was sie macht. Autsch, wir haben 80 Punkte Vorsprung fast. So, der Graf kommt rein, zieht sich die Supersoft auf. Also ist eine ganz, ganz interessante Strategie, die wir bei ihm wieder fahren. Das haben wir aber schon mal, glaube ich, gemacht bei damals Cintino, müsste es gewesen sein. Wo wir auch mal so eine extreme ich glaube sogar noch auch hier auch so eine extreme Strategie gefahren sind. Hinten rechts war der Fehler und trotzdem kommt auf Platz 1 wieder raus. Perfekt. Also, Riccardo, wie kann sowas sein, dass du einen Fehler machst? So, wir gehen mal ihm auch ein bisschen auf Reifen schon. Also mal komplett das Auto schon bei ihm. Okay, Hürter kommt rein. Und sie kann weiterfahren. Umso länger sie auf dem Medium draußen bleibt, umso besser können wir dann die Supersoft benutzen bei ihr. Dann ist die Frage, hört er auf Softgang? Die fährt auf jeden Fall jetzt durch. Das wird doch jetzt kein Undercut, das wird ein Undercut-Versuch von ihr. Wir kommen in die Box, holen uns die Softreifen. Dann kann auch Lara durchheizen. Das könnte aber schon eine Runde zu spät gewesen sein. Guter Boxenstopp und davor. Auf Platz 6 kommen wir wieder raus. Basulio, okay. Giuliani, wenn die nicht ausfällt, der nicht ausfällt, ist ein Mann. Dann wird der die Punkte mitnehmen. Trotzdem werden wir sehr wahrscheinlich mehr Punkte. Okay, wir holen allein schon durch den Sieg sehr wahrscheinlich von De Graaf den mehr Punkte. Oh, da war aber hier Hume, kann sich Punkte holen für Team Kirov. Oh, boah, die ist eigentlich mittlerweile so ein bisschen gefestigt hatten in der Liga, sind kurz davor abzusteigen. Sehr interessant. So, jetzt wird es noch interessanter, weil auch Hirta direkt relativ nah dran ist. Die holen gute Punkte. Die holen sehr, sehr gute Punkte. Die Reifen von De Graaf werden zu kalt. Der hat viel zu viel Sprit an Bord. Das ist mir aber egal. Wie sieht es bei ihr aus? Auch sieht er mal aufdrehen im Motor. Motor ja, Reifen nein. Hier, Fox muss auf jeden Fall noch weg und dann sind es 7 Sekunden bis Giuliani. Das wird, glaube ich, nichts mehr mit Platz 2. Also mal keinen Doppelsieg holen. Vor allem das Lustige ist, dass Giuliani überhaupt nicht aufholt auf De Graaf, obwohl der eigentlich viel schont. Was hast du für Probleme? 42%, geht auch noch für 5 Runden. Hört er, macht seine Reifen kaputt. Mal 6,8 Sekunden sind nicht allzu viel. Und der Graf fährt sogar noch weg von Giuliani. Okay, wir müssen Reifen über den Sprit wieder schonen. Ja, es sind nur noch 5 Sekunden, aber das wird nichts mehr. Der hat einen Überschuss von 2 Liter. Okay, dann ist das halt so, aber
Wenn er, ich glaube, der kann dann im Interview sagen, das war einer der bequemsten Siege, die ich je gefahren bin. Das ist aber auch fast schon der Fall. Also so leicht habe ich noch nie, kann man sagen, fast einen Sieg geholt. Okay, der Safety Car kam natürlich jetzt idealerweise dazu. Aber der schont die komplette Karre und fährt trotzdem Giuliani weg. Keine Sorge, du... Oh, das wird knapp. Aber er schont ja alles, was geht. Vielleicht verschleißen. Ja, da kann ich nichts für. Wenn du zu aggressiv fährst. Es sind aber nur noch 4 Sekunden. Noch 2 Runden. Ich bin mal gespannt. Wir drehen mal ein bisschen den Motor natürlich wieder auf. Wir können auch mal die Reifen mal komplett aufdrehen. Vielleicht klappt es mit dem Doppelsieg nochmal. Also noch ist Giuliani nicht durch. Zwar fährt jetzt Lara ihre Reifen komplett runter, aber 3 Sekunden sind nur noch 3 Sekunden. Jetzt sind es nur noch 2,6 Sekunden. Es wird knapp hier am Ende des Rennens. Jetzt zieht er wieder ein bisschen davon. Jetzt kommen wir wieder näher. Das wird leider nichts mit dem dritten Doppelsieg. Aber immerhin, De Graaf gewinnt mal wieder das Rennen und Lara auf Platz 3. Zwar holt Panther auch gute Punkte, zwar nicht so viel wie wir, aber dadurch vertagen sie vielleicht die komplette Meisterfeier für uns noch ein bisschen weiter nach hinten. Aber, naja. Dann haben wir einfach später den Titel. Also, man fährt auch nicht weg. Vielleicht können wir sogar den Titel feiern beim Heimrennen. Das wäre natürlich auch was sehr, sehr Feines. Aber da sind wir noch ein bisschen entfernt von. Von dem ganzen Spektakel, der uns dann erwartet, wenn wir den Titel wirklich holen. Ich bin gespannt, was dann passiert. Also es wäre die erste richtige Herausforderung, die ich dann richtig abschließe. Also die eine von den Haupt, die automatisch vom Spiel dabei sind. Sie kriegt eine Strafe, Durchfahrtsstrafe gegeben. Ist durch die Box gefahren? Ganz schön mitbekommen. Aber trotz der Strafe. Oh, Becker rutscht auf Platz 6 runter. Oh. Und sie kann sich auf Platz 5 schon hocharbeiten. Ja, mit einem guten Ergebnis könnte sie noch vielleicht Vizemeister werden. 71 Punkte haben wir Vorsprung. Das ist mal deutlich. Müssen wir genau mal gucken, wie viele wir noch holen können, wie viele Rennen wir noch haben. Und dann können wir schon entscheiden, wie es aussieht, ne? Das könnten wir sogar direkt gucken. Weil ich gehe davon aus, dass vielleicht sogar das nächste Rennen das Entscheidende sein könnte. Wenn wir da einen Doppelsieg holen würden, dann könnte es sein, dass wir da Titel und... Oh, eine Million. De Graaf siegt nicht mehr so oft, bitte. Das ist unglaublich. Okay, die Aufhängung ist gebaut. Wir können natürlich jedenfalls noch eine bauen. Aber wir schauen natürlich jetzt mal, wie viele Rennen wir noch genau fahren. Sollten so 5 bis 6 Rennen sein. Wir haben 71 Punkte Vorsprung. Das heißt, theoretisch 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir können unseren Titel nicht im nächsten Rennen fertig machen. Weil wir haben jetzt 71 Punkte Vorsprung. Wenn wir einen Doppelsieg holen und Panther holt keine Punkte... Moment. Es sind jetzt noch 90 Punkte zu vergeben, wenn man Doppelsiege holt. Wir haben 71 Punkte Vorsprung. Das heißt, wir müssen eigentlich nur einen Punkt mehr holen als die Gegner. Dann haben wir es. Doch, in Sydney können wir Meister werden schon. Wenn ich das so jetzt überlege. Wenn wir da haben, haben wir noch 72 Punkte als Doppelsieg zu vergeben. Also, wir können im nächsten Rennen schon den Titel unter Dach und Fach bringen sogar. Aber das werden wir dann erst in der nächsten Folge genau angehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dabei seid, wenn wir vielleicht in unserem Heim-Combri einen Titel holen. Das wäre ja was. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.